Guten Morgen, 8 Uhr. Wir sind jetzt hier bereits am Bootsdeck. Holen uns jetzt ein Ticket für den Shuttle zum Crypt Lake Trailhead. Also da muss man erst ein Stückchen mit dem Boot fahren. Und dann gibt es eine 16, 17 Kilometer Wanderung heute zum Crypt Lake. Get you home. Thank you. Thank you. Geschmissen worden. Nein, wir sind vernünftig ausgestiegen und jetzt laufen wir los. Das Boot war recht voll. Es kommt noch ein zweites eine halbe Stunde später und zurück geht's 15.30 Uhr oder 17.30 Uhr. Da kommt das Zeichen für den ersten Kilometer und ab jetzt laufen wir in der Sonne. Wir gehen, wir haben jetzt auf dem ersten Kilometer 120 Höhenmeter gemacht in leichten Serpentinen. Es geht jetzt hier immer noch ein Stückchen hoch. Die Karawane hat sich ein bisschen auseinandergezogen, aber wir sind noch ganz gut beisammen, glaube ich. Kilometer, 325 Höhenmeter. Es öffnet sich jetzt ein bisschen hier. Wir sind bis hierher immer so schmale Pfade hier durch den Wald. Jetzt öffnet sich das ein bisschen und wir kommen so ein bisschen oberhalb der Baumgrenze. Wir sind jetzt auf eigentlich noch nicht oberhalb der Baumgrenze, glaube ich. 1550 Meter sind wir jetzt hoch. Hälfte vom Hinweg haben wir. Es hat sich jetzt mächtig auseinandergezogen. Vor uns sehen wir jetzt aktuell gar keinen. Hinter uns ist eine Familie mit Kindern. Und dann doch noch einige, die wir jetzt so überholt haben.
Wetter ist wunderbar. Kilometer 5,5. Hier sind jetzt nochmal Switchbacks. Die wurden uns auch auf dem Boot mitgeteilt. Hier haben wir jetzt auch wieder Leute vor uns. Hier sammelt man sich also wieder. Es müssten jetzt noch 2 bis 3 Kilometer sein. Hier oben geht es dann weiter, noch ein Stückchen höher. Hier durch den Wald und dann vermutlich da kommen wir her. Hier liegt frische, was auch immer. Gut getarnt ist hier ein See. Wir haben jetzt ungefähr noch 1 Kilometer. Man sieht es definitiv nicht auf der Kamera, aber hier vor uns, vor dem Berg, da sehen wir Leute, die vor uns sind. Und hier dann irgendwo ist wahrscheinlich der Tunnel zu dem Grün, falls man das später sieht. Und dann gehen sie da so ein Stückchen hoch zum Schneefeld. Da könnten die Kabel sein. Weil sehr weit ist es nicht mehr. Der Lake ist bestimmt dahinter. Das war jetzt wirklich kalt und die Steine sind sehr spitz. Aber ich habe keinen Bock gehabt, die Schuhe nass zu machen. Und der Schritt da vorne war mir einfach zu groß auf einen relativ schief stehenden Stein. Deswegen nur mal sicher. Oh, das ist größer als es aussieht. Das geht. Ja? Ja. Wenn man so ein bisschen gebückt geht,
Die kritischen Stellen haben wir geschafft. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nur noch hier so über den Hügel und dann wird da der Crypt Lake sein. Und dann habe ich ein Hüngerchen und heute haben wir Sachen dabei, um einen Kaffee zu kochen. Wir sind jetzt auf 1950 Meter Höhe und hier oben liegt Schnee. Ich bin jetzt auf den letzten Metern. Ich sehe den See schon da unten durchschimmern. Wir müssen mal gucken, wie wir hier heil runterkommen. Wir sind am Crypt Lake. Wir haben nicht ganz 3 Stunden gebraucht. Wir haben es jetzt. Uhrzeit habe ich gerade nicht. Ja, es sind fast 9 Kilometer geworden. 5 vor 12, wir haben es kurz vor 12, fast 3 Stunden, also das erste Boot schaffen wir definitiv nicht, weil wir wollen nicht hetzen. Aber bis zum zweiten Boot haben wir gut Zeit, wenn wir uns jetzt hier 1 Stunde, denke ich mal, aufhalten, dann haben wir Luft fürs zweite Boot. Wir werden so gucken, dass hier noch einige sitzen, wenn wir loslaufen. Und dann, ja, jetzt erstmal was essen und ein Käffchen kochen. Da vorne ist gerade jemand reingesprungen und hat dabei geschrien, weil es bestimmt kalt ist. Hier geht der nächste baden. Boah, der Bengel ist auch drin. Richtig, ne? Ja. Aber ich bleibe dann raus. Uhr 10. Wir machen uns auf den Rückweg. Wir wollen nicht hetzen, deswegen mit genügend Zeitpuffer. 17.30 Uhr, wie gesagt, fährt das Boot. Das sollten wir eigentlich locker schaffen. Da müssen wir wahrscheinlich 1 Stunde drauf warten. Aber lieber so, als wenn wir nachher zum Schluss hetzen müssen. Es gibt ja noch einen Wasserfall mit einem Kilometer Abstecher, den wir jetzt auf dem Rückweg noch einbauen wollen. Sieht einfach fantastisch aus hier.
Ich bin auf den hellen hier, auf den gelben. Wir sind wieder bei den Serpentinen. Es geht abwärts. Da unten ist die nächste. Wetter ist immer noch hervorragend. Kilometer 15,7. Wir zweigen jetzt hier vom Trail ab und kommen dann später kurz vorm Ziel wieder auf den Haupttrail. Wir gehen jetzt durch den Canyon Hellrauring. Hellrauring Canyon. Warum der einmal so rum dran steht, ich weiß es nicht. Hellrauring Canyon, Canyon Hellrauring. Da soll nochmal ein Wasserfall sein. Den schauen wir uns mal an. Das 15.30 Uhr Boot fährt in 12 Minuten ab. Das hatten wir ja sowieso nicht auf dem Zettel. Deswegen haben wir jetzt noch 2 Stunden Zeit. Das passt. Wir müssten, ich glaube, hier war vorhin Kilometer 2,4, 2,6, irgendwie sowas. Und jetzt geht's hier runter. Schauen wir uns mal an, was der Canyon zu bieten hat. In der Bildmitte sieht man schon wieder den See, wo wir dann nachher mit dem Boot eingesammelt werden. Kann eigentlich nicht mehr weit sein. Wir müssen noch ein paar Höhenmeter nach unten.
Weil wir müssen ja auf Seelevel. Aber wir sehen schon mal den See. Ich denke, das war gerade Roaring Canyon. Sah schon ziemlich beeindruckend aus, die einzelnen ausgespülten Becken. Selbst dieser schmale Pfad ist auf der Uhr verzeichnet, auf der Karte. Hell Roaring Falls Loop heißt der auf der Karte. Es dürfte jetzt echt nicht mehr weit sein. Knapp 6 Stunden, wir sind jetzt bei 18,3 Kilometer, wir sind wieder auf dem Haupttrail und ich meine, dieser Abzweig war heute früh bei 300 Meter oder so. Also es dürfte jetzt tatsächlich nicht mehr weit sein, wir haben ja den See die ganze Zeit gesehen. Und dann sind wir ganz gut in der Zeit, haben wir noch eine gute Stunde, bis das Boot kommt. Schade, dass wir keinen Kaffee mehr haben. Da durch die Bäume habe ich schon den Bootssteg blitzen sehen. Da sind wir wieder. Jetzt haben wir eine gute Stunde, 1 Stunde 10 Minuten, bis das Boot kommt. Belohnung nach der Wanderung. Ich habe aber schon ein bisschen weggegessen. Sehr lecker, das Eis.